Hallo ihr lieben Löwen, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu Kings and Queens Tarot mit einer kleinen Legung für die Energien für den Monat Juni. Herzlich willkommen zurück, alle Abonnenten. Ganz lieben Dank für eure Abos. Es freut mich sehr. Ich freue mich auch sehr über eure Kommentare. Für alle, die neu sind, ich mache eine kleine allgemeine Legung, bei der ich erst eine kleine Grundlegung auslege und danach nochmal mit den Klärungskarten drüber schaue. Wir haben hier die erste Karte, die Königin der Schwerter. Für einige von euch dreht es sich hier im Juni um ein Luftzeichen. Das kann sich um eine Waage handeln, um einen Zwilling oder auch einen Wassermann. Unabhängig Mann oder Frau, da wir eine allgemeine Legung machen. Für andere kann die Königin der Schwerter auch bedeuten, dass sich hier von einigem jetzt getrennt wird im Juni. Dass hier Schlussstriche gezogen werden und ein neues Kapitel auch anfängt. Die nächste Karte, die gefallen ist, ist hier die 6 der Münzen. Das ist eine Karte, die von Ausgleich spricht, von Gerechtigkeit, von Geben und Nehmen. Also hier kann es sich auch tatsächlich um eine finanzielle Geschichte handeln, auch um eine berufliche Geschichte. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Die nächste Karte, die wir haben, ist eine große Arcana-Karte, die Hohe Priesterin. Hier kann es darum gehen, dass hier jetzt einiges an die Oberfläche kommt, was zuvor verborgen war. Dass auch Träume eine wichtige Rolle spielen können, die Intuition eine wichtige Rolle spielen kann. Für einige können auch Personen in eurem Leben eine wichtige Rolle spielen, die sehr weise sind, die eine gute Intuition haben, die gute Ratschläge erteilen können. Wir haben hier die nächste Karte, die 2 der Schwerter. Das kann natürlich sein, dass hier es zu einer Entscheidung auch kommt. Ne? Die 2 der Schwerter ist eine Entscheidungskarte, die darauf hinweist, dass man sich in sich selber ein bisschen versenkt, Rücksprache mit sich selber hält, um zu schauen, wo Entscheidungen, in welche Richtung Entscheidungen getroffen werden sollen. Die nächste Karte, die wir haben, ist das Ass der Stäbe. Also hier kann es sich sowohl um Beziehungen handeln, aber auch um berufliche Bereiche. Und mit dem Ass der Stäbe kann sich in beiden Bereichen auch neue Chancen ergeben und sich neue Türen öffnen. Mit der Hohepriesterin und der 2 der Schwerter ist auf jeden Fall ein Moment angezeigt, in dem es günstig ist, sich wirklich ein bisschen zurückzuziehen. Hier haben wir die 6 der Kelche in der zentralen Position. Sich ein bisschen zurückzuziehen und sich wirklich ganz tief mit den eigenen Wünschen und Gefühlen und Bedürfnissen zu verbinden. Mit der 6 der Kelche kann hier jemand in euer Leben zurücktreten aus der Vergangenheit. Ja, sind mir jetzt eigentlich zu viele. Ich mache die auch gleich nochmal rein, aber ich zeige sie euch trotzdem. Hier ist der Ritter der Kelche, die 5 der Stäbe, der Bube der Kelche und der König der Stäbe. Die sind hier jetzt so ein bisschen gesondert rausgefallen. Also hier geht es tatsächlich um ein Liebesangebot. Das kann durchaus ein Feuerzeichen sein, wie ihr, also ein anderer Löwe, ein Schütze oder auch ein Widder. Und hier kann es aber durchaus auch sein, dass mehrere Personen eine Rolle spielen und ihr von verschiedenen Seiten hier ein Angebot bekommt. Und mit den 6 der Kelchen kann es sich hier auch um jemanden handeln, der aus der Vergangenheit zurückkommt, mit dem ihr schon mal eine Verbindung hattet und mit dem sich hier jetzt eine erfrischende neue Begegnung ergibt.
Eure Karten sind heute extrem redefreudig. Aber ich bitte das Tarot um einzelne Karten. Ja, hier ist der Bube der Münzen. Also hier ist wirklich was, ein Neubeginn, ja, der sowohl sich im finanziellen, im beruflichen Bereich abspielen kann, als aber auch in Liebesgeschichten, in leidenschaftlichen Geschichten. Und beides kann sich mit was beschäftigen, was in eurem Leben schon mal eine Rolle gespielt hat. Also das kann wirklich eine Person sein, es können aber auch Beschäftigungen oder Berufe sein, denen ihr schon mal nachgegangen seid und die zurückkommen. Hier haben wir den Ritter der Münzen als nächstes. Also hier ist auf jeden Fall was, was von außen auf euch zukommt. Eine Chance, die ihr aber auch tatsächlich ergreift und die sich hier auch langfristig weiterentwickeln wird. Für einige mag es hier auch sich um Erdzeichen handeln, das in euer Leben zurückkommt. Und das scheint auch eine wirklich sehr stabile Verbindung zu sein hier, die auch langfristig sich entwickelt. Ja, hier haben wir dann nochmal den König der Münzen, also eine ganze Reihe jetzt, Bube, Ritter und König der Münzen. Also hier geht es wirklich um Stabilität. Und hier die letzte Karte ist die Sonne, ja, also langfristiges Glück auch. Hier ist eine ganz wunderbare Wendung für euch angezeigt. Es sind jetzt auch hauptsächlich Münzkarten, also es kann sich wirklich sehr, sehr gut hier um Selbstständigkeit handeln, um berufliche Veränderungen handeln. Hier kann es auch sein, dass für einige ein unerwartetes Geldgeschenk von außen kommt, eine finanzielle Unterstützung von außen kommt, die wirklich auch überraschend ist. Und und die euch aber hier langfristig auf einen ganz, ganz wunderbaren Pfad führt. Mhm. So, dann schauen wir mal auf die Karten mit den Klärungskarten. Ich schaue mal auf die Königin der Schwerter. Also die kann auch sehr gut visionäre Entscheidungen anzeigen, die Königin der Schwerter. Also eine langfristige Vision verfolgen, mit großer Klarheit hier in die Zukunft schauen und dann auch Chancen wirklich erkennen und umsetzen. Also das ist das, was ich so jetzt im Groben hier sehe, was die Energien für den Juni, für die Löwen angeht. Oje. Okay, wir haben hier auf der Königin der Schwerter die Hohepriesterin, die Königin der Kelche, den Ritter der Kelche, den König der Kelche und den König der Stäbe. Also für einige von euch kommt hier sehr unerwartet eine absolute Traumerfüllung im Bereich Beziehung auf euch zu im Juni. Für andere eine Traumerfüllung im Bereich Beruf, vor allem in Richtung Selbstständigkeit. Und diese Entwicklung, die ist für euch ziemlich überraschend. Mit der habt ihr in der Form nicht gerechnet. Das ergibt sich hier, das taucht wirklich überraschend und ziemlich plötzlich für euch auf. Für einige wiederum, ja, spielen hier einfach auch mehrere Personen eine Rolle in eurem Leben, eine wichtige Rolle in eurem Leben. Und ihr trefft jetzt im Juni, eine Entscheidung darüber, mit welcher dieser Personen ihr verbunden bleiben wollt und welche ihr loslasst. Wir haben hier Königin und König der Kelche, das sind natürlich Wasserzeichen, Fisch, Skorpion oder Krebs.
und dann auch noch hier eure eigene Energie mit dem König der Stäbe oder eben andere Feuerzeichen. Hier auf der 6 der Münzen liegt hier die Mäßigkeit. Also hier ist auch wirklich was, eine karmische Verbindung jetzt, die eine Rolle spielt in eurem Leben. Hier kommt eine sehr, sehr tiefe karmische Verbindung in euer Leben. Also gerade für die, bei denen es sich hier um Liebesgeschichten handelt, ist das auf jeden Fall eine Person, mit der ihr früher schon zu tun hattet. Ich schaue mal auf die Hohepriesterin, die Geheimnishüterin. Ja, hier ist tiefe Erkenntnis auch, der Gehängte auf der Hohepriesterin. Und hier geht ihr aber kurzzeitig auf Tauchstation innerlich. Und weil ich glaube, diese Situation hier, die ist so überraschend für euch, dass ihr hier eigentlich so ein bisschen unter einem positiven Schock steht und erst euch mal ein bisschen zurückzieht und versucht, das zu verarbeiten hier. Aber in einem absolut positiven, in einer absolut positiven Energie. Wir haben als nächstes den König der Schwerter. Nochmal ein Luftzeichen, Zwilling, Waage, Wassermann. Dann haben wir die 2 der Kelche und die 7 der Schwerter. Also für einige spielen hier tatsächlich mehrere Personen eine wichtige Rolle. Und es geht um Entscheidungsfindung und hier geht es auch ein bisschen um kluges taktisches Verhalten, kluges taktisches Abwägen. Und es ist aber hier, was ich gerade auch schon gesagt habe, hier dreht es sich auch um karmische Verbindungen möglicherweise. Es kann durchaus sein, dass hier mehrere Zwillingsseelen oder Seelenpartner gerade aufeinandertreffen und euch das auch ein bisschen hier in Verwirrung stürzt, ja. Und ihr hier aber auch Entscheidungen trefft. Mit der 7 der Schwerter ist es manchmal klug, das auch erstmal wirklich mit sich selber auszumachen, bevor man das öffentlich sozusagen verkündet. Für andere kann es durchaus sein, dass hier der König der Schwerter ein älterer, sehr, sehr weiser Mensch ist in eurem Leben, der euch hier auch wirklich gut zu Rate stehen kann in einigen Fragen. Also sehr interessantes Reading hier für die Löwen, muss ich gestehen. Hier ist einiges los bei euch im Juni. Also ich schaue mal auf das Ass der Stäbe. Also mit dem Gehängten und der Hohepriesterin übereinander, beides Fische-Repräsentanten. Also wir haben jetzt wirklich einiges an Sternzeichen hier drin, aber gerade weil die übereinander liegen, kann für einige tatsächlich auch ein Fisch eine sehr, sehr tiefe Rolle spielen. Sehr spannend. So, schauen wir auf die Ass. Der Stäbe. Da haben wir hier die 4 der Kelche. Wenn für einige hier Personen zurückkehren in euer Leben jetzt, die früher schon mal eine Rolle gespielt haben, kann es durchaus sein, dass ihr ein früheres Liebesangebot, ein Angebot zu einer Verbindung abgelehnt habt. Und das jetzt eben wieder zurückkommt zu euch. Ich lege da mal noch eine Klärungskarte drauf. Und das, also so wie das hier weitergeht, scheint mir das so zu sein, dass ihr jetzt sehr viel offener auf dieses Angebot zukommt. Jede Menge Klärungskarten. Den Bube der Münzen haben wir hier. Die Königin der Münzen. Ja, Münzen, Münzen, Münzen. Und die 6 der Stäbe, die 8 der Kelche und die 9 der Kelche.
Also dieses Angebot, das hier kommt, das kommt nicht zum ersten Mal für viele. Das kommt jetzt zum zweiten Mal zurück zu euch. Und dieses Mal ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch darauf einlasst, sehr, sehr hoch. Und ihr habt das zuvor abgelehnt, weil ihr das Gefühl hattet, dass euch das nicht vollkommen erfüllt. Aber jetzt ist das eure totale Wunscherfüllung. Ihr habt das früher möglicherweise ein bisschen bereut, dass ihr dieses Angebot nicht angenommen habt. Also für viele, hier sind extrem viele Münzen, ist ein Erdzeichen auch sehr bestimmt, Stier, Steinbock oder Jungfrau. Ich schaue mal auf die 6 der Kelche, mal schauen, ob sich da jemand hinter verbirgt. Ja, 10 der Kelche, unglaublich, also ihr habt ein wahnsinniges Reading hier, ihr Lieben. Ja, wir haben jetzt auch die Reihe 8 der Kelche, 9 der Kelche, 10 der Kelche, absolute Wunsch. Also hier ist absolute Wunscherfüllung, emotionale Stabilität, auch durchaus im Beruflichen, ja. Es kann, wie gesagt, hier eine sehr überraschende Entwicklung gewesen sein für einige von euch. Und wenn ihr euch hier erholt habt von diesem kleinen Schock und euch darauf jetzt eingelassen habt, dann geht es hier jetzt richtig los, ja. Also hier kommt richtig viel Energie in euer Leben. Also dass sich sowohl finanziell, aber auch emotional und seelisch sehr günstig für euch entwickeln kann und echte Stabilität hier auch bringt. Ja, Geschwindigkeit. Hier ist jetzt richtig Geschwindigkeit mit der 8 der Stäbe auf dem Ritter der Münzen. Also ihr seid hier in einem Wahnsinnsflow. Es freut mich total, das zu sehen, was ich hier sehe. Wir haben den König der Münzen geklärt mit dem König der Münzen. Also das ist schon wieder so eine Gänsehautsituation hier für mich. Wie gesagt, für einige ist hier das ein Erdzeichen, sehr, sehr gut möglich, ein Stier, eine entscheidende Person in eurem Leben. Jetzt haben wir hier die 6 der Schwerter auf der Sonne, ja, also ihr seid hier in großen Schritten, also wirklich in 7 Meilenstiefeln auf dem Weg in euer Glück im Juni. Also das kann ich hier gar nicht anders sagen. Ich lege noch eine letzte Karte für euch, aber das ist hier ist Magie fast im Spiel, würde ich sagen, für euch. Also alles unter einem wunderschönen Stern. Ja, letzte Karte, die Liebenden. Ich glaube, dazu muss ich auch gar nicht mehr viel zu erklären. Also wirklich für einige hier im Löwen im Juni geht es um karmische Verbindungen, die auch einfach wiederkommt in euer Leben, ja, die zurückkehrt in euer Leben. Mit relativ großer Sicherheit jemanden, mit dem ihr früher schon mal zu tun habt, mit dem ihr, den ihr kennt, den ihr vielleicht zum gewissen Zeitpunkt nicht zugelassen habt in euer Leben, der jetzt aber zurückkehrt und hier ganz Wunderbares in euer Leben bringt. Ihr lieben Löwen, ich bleibe jetzt auch dabei. Also ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es hier auch viele Geschichten überlagern. In welchem Bereich auch immer das sich abspielt für euch in eurem Leben. Also ihr könnt sehr, sehr entspannt hier in den Juni gehen. Freut euch auf einige wirklich fantastische Überraschungen, auf fantastische Begegnungen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, alles Gute. Ich sage Namaste von dieser Stelle und bis ganz bald. Lasst es euch gut gehen.